Jo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dragon Age Inquisition, wobei das heute wahrscheinlich kein Let's Play im eigentlichen Sinne wird, sondern ein Spielfilm. Ich habe das, was jetzt kommt, habe ich jetzt schon mal angespielt bzw. durchgespielt, den Bedarf zu ermitteln und um zu schauen, ob ich dem überhaupt schon gewachsen bin und um zu gucken, was da auf mich zukommt. Und ja, ich schätze, ich werde für das kommt 1 Stunde 20 Minuten oder so brauchen, also 40 Minuten pro Folge. Und ja, ich verspreche euch eine spannende Doppelfolge und die wird zum Teil auch sehr emotional. Consolero Boy wird auch seine Freude dabei haben, weil er hatte ja damals die Templer unterstützt. Ich habe die Magier unterstützt und entsprechend wird sich diese Geschichte hier jetzt auch ein klein wenig ändern für Consolero Boy jetzt. Allerdings nicht so gravierend, dass es jetzt eine total andere Geschichte wäre. So, du tust inzwischen mal Geld ran schaffen. Genau. So. Und zwar geht's um diese hier. Es möge brennen in deinem Herzen. Verfügbar Kosten 1. Wo ich das vorhin durchgespielt habe, ging das gänzlich ohne Audio-Lags. Ich hoffe, dass ich jetzt ebenfalls Glück habe und bei laufender Kamera keine Audio-Lags haben werde. Die Hoffnung besteht. Jo, gut. So, arbeite mit deiner neuen Verbündeten zusammen, um das Herz der Brecher anzugreifen. Und sie ein für alle Mal zu schließen. Empfohlene Stufe 8 bis 11. Wir sind Level 12. Und ich hab's schon durchgespielt. Wir sind der Aufgabe gewachsen. Also machen wir das, bevor es die besten aller Magier sind bereit, Herold. Ihr müsst sicher sein, dass ihr für den Ansturm auf die Bresche gewappnet seid. Wir wissen nicht, was mit euch passieren wird. Das lässt ja schon übles vermuten. Also bestätigen. Und viel Arbeit wird es für mich nicht geben. Das wird mehr ein Spielfilm als ein Let's Play. Ich werde nicht viel zum Kommentieren haben. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Ach ja, wen nehme ich denn mit? Das Team vorhin hat sich sehr bewährt. Ich nehme Cassandra mit. Für das, was jetzt kommt, ist sie, glaube ich, wirklich prima. Dann Vivienne nehme ich auch mit als Magierin. Und Solas halte ich für das, was jetzt kommt, für unverzichtbar. Genauso wie Cassandra. Vivienne wäre wohl die einzige, die austauschbar wäre. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich Blackwall diesmal mitnehme. Ja, ich denke, ich nehme Blackwall mit, den Wächter. Der könnte da auch interessante Dinge dazu beizutragen haben. Dann habe ich halt zwei Nahkämpfer, das passt schon. Also bestätigen. Und ich bin ruhig. Magier! Fokussiert am Herold vorbei! Stärkt ihren Willen! Ihr habt es geschafft. Ah!
Saulus hat bestätigt, dass der Himmel vernarbt, aber ruhig ist. Die Bresche ist geschlossen. Es gibt Berichte über einige verbliebene Risse und es sind auch noch viele Fragen offen, aber wir haben gesiegt. Euer Heldenmut ist in aller Munde. Das war unser aller Werk. Ihr wisst, wie viele Leute beteiligt waren. Es war schieres Glück, dass ich im Mittelpunkt stand. Ein fragwürdiges Glück. Ich bin nicht sicher, ob wir mehr oder weniger davon brauchen. Aber ihr habt recht. Dieser Sieg war der Triumph eines Bündnisses. Das gibt es dieser Tage nicht oft. Aber nun, da die Bresche geschlossen ist, braucht dieses Bündnis ein neues Ziel. Truppen im Anmarsch! An die Waffen! Was zum... Wir müssen zu den Toren! Das verheißt nichts Gutes. Jo, hier werde ich mal kurz speichern, falls ich eine Videosequenz wiederholen muss. Das musste ich nämlich gerade eben schon. Audiolachs und so, ihr wisst schon. Vielleicht hat der Angriff auf den Himmel etwas Aufmerksamkeit erregt. Cullen? Melde gehorsamst. Eine riesige Streitmacht nähert sich über den Berg. Unter welchem Banner? Keinem. Keinem? Ich kann nicht reinkommen, wenn ihr nicht öffnet. Ich bin Cole. Ich komme, um euch zu warnen, um zu helfen. Es kommen Leute, die euch wehtun wollen. Aber das wisst ihr vermutlich schon. Was soll das alles? Was ist hier los? Die Templer kommen, um euch zu töten. Templer? Reagiert der Orden so auf unsere Gespräche mit den Magiern? Indem er blindlings angreift? Die roten Templer gingen zu dem Ältesten. Kennt ihr ihn? Jedenfalls kennt er euch. Ihr habt ihm seine Magier genannt. Da. Ich kenne diesen Mann. Aber dieser Älteste... Er ist sehr zornig, dass ihr ihm seine Magier genommen habt. Cullen, wir brauchen einen Plan. Irgendwas! Haven ist keine Festung. Wenn wir diesem Monster standhalten wollen, müssen wir die Schlacht kontrollieren. Geht da raus und bekämpft diese Armee. Mit allen Mitteln. Magier! Der Templerorden ist gefallen! Ihr habt die Erlaubnis, sie anzugreifen! Inquisition! Mit dem Herold! Er wird es uns nicht für euer Leben! Machen. Für uns alle! Jo, lief gut. Quest abgeschlossen, kenne deinen Feind. Hallo, ich möchte speichern. Geht das jetzt nicht, oder was? Ah, das ist ja, na gut. Mitten im Kampf. Ja, klar, geht natürlich nicht. Ich will halt auf Nummer sicher gehen. Dass ich nicht alles wiederholen muss im Fall eines Falles. So. Also, verteidige den nördlichen Fliehbock. Das ist der hier. Der Fliehbock im Hintergrund. Das ist dein Ende. Wupp dich. Jo, gut. Dann werde ich mal ganz kurz eine kleine Änderung machen, wenn das jetzt gerade geht. Nicht, dass ich später vergesse. Nee, geht jetzt gerade nicht. Gut, dann lassen wir das. Verteidige den nördlichen Triebock. Wo sind denn? Da ist noch rote Pünktchen. Alles klar. Und hüpf. Und ja. Mit zwei Tanks oder so und einem Magier sollte das eigentlich... Fort! So. Sollte ich mehr Ruhe haben als bei meinem ersten Versuch heute Mittag. Und, ja. Weil heute Mittag bin Wir ich durchaus ein gleich. Haltet sie uns vom Leib. Paar Mal ins in Bedrängnis gekommen. Mit einem Tank, aber mit zwei Tanks oder so erwarte ich eigentlich
nicht, als sie auf die Aquädukte kamen. Bisschen Feuerzauber hinterher und wump. Dann gezielter Schuss und nochmal Flammengedöns. Und plündern während der Schlacht. Später komme ich nicht mehr dazu. Jetzt geht's los. Ja, schön. Jetzt geht's los. Schnellmerker. Ganz groß. Klasse. Hast du es auch schon gemerkt, dass es schon losgeht? Ah, da oben ist nur einer. Komm her. Kriegst du auch noch einen Pfeil. Bumm. Und hüpf. Haltet sie zurück. Wir sind bereit zum Feuern. Irgendwas zu looten. Da hinten hat's gebimmelt, oder? Jawohl, da ist was. Also wie gesagt, später komme ich nicht mehr dazu. Was ich jetzt nicht mitnehme, ist verloren. Schulterschutz eines Infanteristen. Jawohl, das ist bestimmt was zur Analyse. Rotes Lyrium kann ich auch super brauchen für irgendwas. Irgendwann mal. Das sind ja die momentanen Beschaffungswege begrenzt. Ich habe bloß einmal eine Probe rotes Lyrium zugeschickt bekommen, seitdem nicht mehr mitten in die Menge reinballern. Komm und Feuerball. Zack. Das war ja ein Kinderspiel. Ja, wart's ab. Seabock ist bereit. Der ist so Fels. Irgendeine Wolle. Das hat gesessen. Wir laden und? Nach. Geht ihr zu dem anderen Tribock. Was ist das? Schießt nicht. Ist schon recht. So eilig haben wir es jetzt dann doch nicht. Rotes Lyrium. Essenzviole. Wir müssen diesen Tribock in Gang bringen. Ja, ja, nur die Ruhe. Der Tribock wartet auf uns, glaubt's mir, da bin ich ganz sicher. Da plündern, was gibt's denn da drin? Her damit. Ja, irgendwie ist. Oh, Hallerleder, das habe ich auch noch nicht gefunden. Irgendwie hat es eine gewisse Komik, ne? Ja, super, super Audiolag. Wir sind hier mitten im Kampf und Velaya tut Seelen ruhig Blümchen zupfen und so. Aber was soll's? Was ist das? Also Vorratslager brauche ich jetzt noch nicht. Ich habe noch keine Tränke verbraucht. Gut zu wissen, dass diese Kiste da steht. Was ist denn? Der tut gar nichts. So, da waren doch. Da. Gezielter Schuss. Und guck dich. Jupp. Und voll in die Menge rein. Und gezielter Schuss ist jetzt bereit. Dann der Dings, der besonders gezielte Schuss, keine Ahnung wie der jetzt heißt. Ist an den wichtig genug, um dann nachzuschauen. Da hinten bimmelt's. Ja, kämpft ihr mal weiter. Ich halte mal kurz die Kamera still, während ich hier das Dings da aufsammle. Schulterschutz eines Infanteristen, das hat bestimmt noch Bedeutung. Gut, dass ich es mitnehme. Bumm. Da hinten ist noch was zu sammeln. Da ist wieder eine Vorratskiste. Los, komm raus! Aber bis jetzt haben wir noch nicht viel abgekriegt. Ich glaube, die Entscheidung, Zweitanks mitzunehmen, war gut. Ja, den bediene jetzt ich. Bemannung des Tribocks. Oben rechts seht ihr, wenn ich drehe, dann wird der Balken nach rechts länger. Und oben spanne ich jetzt praktisch diese Vorrichtung, während meine Leute mir hoffentlich die Gegner vom Hals halten. Und gleich ist der Balken voll. Gut, das hat die zumindest ein wenig aufgehalten. Nur nutzt uns das nichts. Ups. Oh oh. Plündern, was ist das? Hier können wir uns ihm nicht stellen. Wir müssen etwas tun.
Ja, wieder so ein Schulterschutz für die Kreaturenforschung. Gibt's hier noch was? Ja, es ist schon gut, dass ich das Zeug mitnehme. Warte mal, bevor ich jetzt hier weggehe, nehmen alle einen Trank, die gerade ein bisschen Trank brauchen, sonst... Und dann nehme ich mir diese Vorratskiste, die ist nämlich später sowieso nicht mehr erreichbar. Dann profitieren wir am ehesten davon. So, und wo ist er denn? Da hinten ist er. Meine Güte, ist das ein Brocken. Gut, wir sollen jetzt also zu den Toren zurückkehren. Was ist denn mit dir los? Hallo? Verdammt der Schulter! Harold! Helft mir mal mit dieser Tür! Mach ich. Cassandra, mach du das mal. Sehr gut. Ich schnapp mir nur das Nötigste. Hab nicht vor, wegen der Schmiede zu sterben. Achso, das. Der nimmt jetzt da wahrscheinlich ein bisschen Schmiedekram mit. Und rettet es vor dem. Vor der Vernichtung. Auch recht. Ja, das ist hier auch noch was. Das habe ich vorhin gar nicht registriert. Das vor lauter. Was ist denn das hier? Was ist das? Hexenstab des Eises. Egal. Ich dachte, das wäre was Besonderes. Habe ich vorhin auch übersehen. Das ist. So. Oh oh. Auf Zeiten, Leute. Ab in Deckung hier in dort. Die. Bewegung! Bewegung! Wir müssen uns zur Kirche zurückziehen. Sie ist der einzige Ort, der dieser Bestie standhalten könnte. Jetzt gilt es. Eine zweite Chance kriegen wir nicht. Haven muss geräumt und zur Kirche gebracht werden. Die Evakuierung Havens rettet die Bewohner von Haven, rettet Lysette. Mal auf hier. Ist da jemand? Nein, hier nicht, okay. Weiter. Aber da hinten mit gekämpft und hüpf. Das war nicht weit genug, verdammte Axt. Dann mal mit dem Feuerball rein und. So, der hat zumindest gesessen. So. Immun. Roter Tempelschrecken. Das sind auf jeden Fall die Suchtis unter den Templern. Also die manipulierten. Das sind keine normalen Templer. Sondern die vom roten Lyrium abhängig sind. Gute Arbeit, Herold. Beschützt so. Die Kirche. Was ist das? Rotes Lyrium, verstärkte Verteidigerrüstung. Da ist noch was. Essenzviole, die hat bestimmt auch noch Bedeutung. Da haben wir jetzt zwei Stück von. Gut, und da hinten war doch auch noch was. Oder vielmehr. Ja, genau. Und macht sie alle, komm, gib's ihnen. Voll auf die Schnauze. Hau ab. Hallo, dafür habe ich zwei Tanks mitgenommen. Aber Solas war aufmerksam, der hat mir den eingeeist. Das finde ich sehr anständig, super. Der hat gesessen, jawohl. Und gezielter Schuss. Stopp! Wer braucht? Du brauchst einen Trank. Ich möchte zurückziehen. Nee, du musst dich nicht zurückziehen. Also es sind genügend Versorgungskisten hier vorhanden, habe ich festgestellt. Da braucht das man keine war ja ein Angst Kinderspiel. Haben. Naja, Kinderspiel würde ich das nicht nennen. Das ist schon ein bisschen stressig hier. Gut, also irgendwas, da habe ich jetzt vergessen nachzuschauen, was das war. Gut, aber eigentlich sollen wir hier nach Überlebenden suchen. Dazu muss ich jetzt rauf in die innere Burg. Was ist denn mit dir? Warum stehst denn du da rum? Ja, der wird schon wissen, was er tut. So, da waren wir schon drin, ne? Dann gucken wir mal hier. Nein, hier ist nichts. Nächste Tür.
Auch nix, okay. Hier ist sauber. Dann in die innere Burg. Und rechts abbiegen. Da waren auf jeden Fall vorhin. Oh oh, ja, komm. Und immer fester drauf. Keine falsche Zurückhaltung. Immer fester drauf. Hallo, da möchte mir einer an die Wäsche. Würdet mir einer von den zwei Tanks bitte? Ja, danke, sehr schön. Und eingeeist ist er auch noch. Super, meine Truppe. Und unsere Gesundheitsbalken sind auch hervorragend. Block ist aufgebaut. Zwei Tanks mit Block. Was will man mehr? So, dich haben wir auch gleich. Und tschüss. So. Hier lang! Da braucht jemand Hilfe! Wo ist hier? Erstmal das rote Lyrium einsocken. Da. Okay. Bin schon unterwegs. Hierher! Ich komme nicht zu Ihnen durch! Ja. Die Tür ist blockiert. Ein Überlebender! Mach mal auf da. Ich jawohl, kann nicht. Diesmal habe ich ihn retten können. Vorhin kam ich zu spät. Da habe ich zu lang gebraucht, um zu checken, wie ich die Tür öffne. Endlich. Lasst mich hier raus. So. Plündern. Dann 144 Gold. Zwergischer Felsbrecher. Jawohl. Haben wir auch. Dann wechsle ich wieder auf Velaya. So, Kreaturenforschung oder was? Feldstrickwolle, da war noch was, da hat noch irgendwas gibt. Achso, da will ich jetzt nicht hin. Da hinten sind noch Häuser, die müssen wir noch abchecken. Ich kann nicht aufstehen. Oh oh. Ja, ich bin gleich bei dir. Ich bin gleich bei dir. Mal gucken. Leute, kümmert ihr euch mal um. Ich schau mal, ob ich inzwischen. Wo? Der Herold wird uns retten. Da hinten ist er. Weil da war habe ich vorhin auch den Kampf erst zu Ende geführt und dann habe ich die auch nicht retten können. Da hör auf mit den Audialogs, ich hasse das wie die Pisse. Schafft es weg! Es kommt gleich runter! Jawohl, die haben wir auch gerettet. Diesmal habe ich es geschafft. Vorhin, wie gesagt, war ich zu langsam. Weil ich das hier erst zu Ende geführt habe. Aber wofür habe ich eine gut ausgebildete Truppe? Das. So, oh, da gibt es einiges zum Sammeln. So. Fallstrickenwolle. Ja, ist natürlich auch so eine Sache. Während ich da sammle, sind Bewohner in Gefahr. Aber es könnten wichtige Sachen dabei sein für die Kreaturenforschung und so. So, bück dich. Ja, Gold, darauf hätte ich jetzt verzichten können. Wegen dem Gold habe ich mich jetzt nicht gebückt. Felsstrickgedöns. Kann ich hier eigentlich mal ganz kurz zwischenspeichern? Jawohl, kann ich. Bisher rief fast gut ein winziger Lack, also Audio-Lack zwischendurch. Den kann man noch verschmerzen. So. Ein Überlebender! Ja, um den kümmere ich mich gerade. Sichert ihr mal das Gelände, Mädels und hier Jungs. Hier fliegt gleich alles in die Luft! Hilfe! Wo Hilfe? Hilfe, das war doch da drüben, ne? Komm her. Hier fliegt gleich noch ein Toter! Nee, ich hab doch die jetzt gerade gerettet. Hallo. Hier ist nichts. Da drüben war noch eine Kiste zu plündern. Aber vorher schaue ich in das Haus rein. Die Kiste hat Zeit. Da ist sonst nichts, niemand. Gut. Also zwei habe ich retten können, einen offenbar nicht. Wenn ich den Kommentar vorhin richtig gedeutet habe, ist irgendeiner gestorben. Den habe ich aber auch nicht gesehen, sonst hätte ich ihn schon. Ja. Gut. Mir gerade wurscht, was da bimmelt. Ich will jetzt hier reinschauen. Ach, das wird der gewesen sein. Den habe ich wohl nicht mehr retten können. Da war ich zu langsam. Was? Geht's hier raus? Ich glaube, da wollte ich nicht hin. Wo bin ich denn jetzt? Ja, den habe ich nicht retten können. Da wollte ich hin, genau. Jo, aber trotzdem. Ein Überlebender! Wo denn?
Wo ist ein Überleben? Kommt warte mal. Da hinten? Oh Mann. Da muss ich mich jetzt erst durchkämpfen, bevor ich da hinten irgendwas machen kann. Und hüpf. Gleich müsste mein Feuerball, mein gezielter Schuss ist auf jeden Fall wieder da. Gut, das hätten wir, glaube ich. Was ist das hier? Das hätte ich nicht von euch erwartet. Danke. Gut, haben wir wohl gerettet da hinten. Das sind alle. Wir sollten uns zur Kirche zurückziehen. Gut, danke für die Info. Also einen haben wir verloren. Die anderen Vermissten haben wir retten können. Das ist keine Ahnung, was ein bestätigter Haras ist. Wir werden es noch rausfinden. Dann Essenzviole, das ist irgendwie so. Ja. Gut. Ich habe einen Trank verbraucht. Ich verbrauche jetzt mal noch einen. Und bediene mich da drüben an der Vorratskiste. Nein, ich will ja keine Vorräte aufgestockt. Dann speichere ich hier mal ganz kurz. Lief ganz ordentlich. Wie gesagt, diesmal nur einer verloren. Ich habe bei meinem ersten Versuch mehr Leute verloren. Also von den Leuten, die ich hätte retten sollen, sind mehr umgekommen. Weiter! Geht weiter! In der Kirche findet ihr Schutz! Das ist Kanzler Roderick. Er hat versucht, einen Templer aufzuhalten. Die Klinge ging tief. Er wird sterben. Was für ein reizender Junge. Herold, unsere Lage sieht nicht gut aus. Jegliche Zeit, die ihr uns womöglich verschafft habt, wurde uns durch diesen Drachen wieder geraubt. Ich habe einen Erzdämon gesehen. Ich war im Nichts, aber er sah genau so aus. Es interessiert mich nicht, wie er aussieht. Er hat dieser Armee einen Weg gebahnt. Sie werden jeden in Haven töten. Der Älteste interessiert sich nicht für das Dorf. Er will nur den Herold. Ja, opfern ist Unsinn. Der wird wahrscheinlich, wenn also Velaya stirbt, dann werden auch alle anderen sterben, weil ihn niemand aufhalten kann. So geht's also ganz sicher nicht. Wie kann ich ihn aufhalten? Gute Frage. Mich kümmert nicht, was er will. Wie kann ich ihn aufhalten? Es wird nicht leicht sein. Er hat einen Drachen. Wir wissen, dass er einen... Herold, es gibt keine Strategie, wie wir das hier überleben könnten. Die Lawine war das Einzige, was ihren Vormarsch verlangsamt hat. Wir könnten die restlichen Treeboks drehen und einen letzten Erdrutsch auslösen. Wir werden überrannt. Um den Feind zu treffen, müssten wir auch Haven begraben. Ja, wir sterben. Aber zumindest können wir entscheiden, wie wir es tun. Nicht viele haben diese Wahl. Nun ja. Kanzler Roderick kann euch helfen. Er will es euch sagen, bevor er stirbt. Es gibt einen Pfad. Man würde ihn niemals finden, wenn man nicht wie ich die Sommerpilgerreise unternommen hat. Diese Leute können entkommen. Sie muss ihn mir gezeigt haben. Andraste muss ihn mir gezeigt haben, damit ich euch davon berichten kann. Was meint ihr damit? Worauf wollt ihr hinaus, Roderick? Ich bin dem Pfad aus einer Laune heraus gefolgt. Eigentlich wollte ich es nicht, weil er überwuchert war. Dass ich jetzt, da bei dem Konklave so viele ums Leben kamen, der Einzige bin, der sich daran erinnert. Ich weiß nicht, Herold. Wenn uns diese einfache Erinnerung retten kann, könnte das alles mehr als nur Zufall sein. Ihr könntet womöglich mehr sein. Das fällt mir aber spät ein. Bisher hat er immer an der Velaya gezweifelt. Könnte sie das retten, Cullen? Was denkt ihr, Cullen? Könnte es funktionieren? Möglich, wenn er uns diesen Pfad zeigt. Aber was wird aus euch? Vielleicht überrascht ihr ihn ja und findet eine Möglichkeit. Inquisition, folgt Kanzler Roderick durch die Kirche. Na los! Herold, wenn dies eure Bestimmung ist, wenn dies die Bestimmung der Inquisition ist, bete ich für euch.
Sie werden die Tribocke laden. Zieht die Aufmerksamkeit des Ältesten so lange auf euch, bis wir oberhalb der Baumgrenze sind. Wenn wir eine Chance haben wollen, solltet ihr ihm einen Schlag versetzen, den er so schnell nicht vergisst. Jo, guter Punkt für einen Cut. 35 Minuten habe ich auf der Also Uhr. Schön. Ich hoffe nur, euer Plan funktioniert. Ja, okay, den Kampf, den führen wir jetzt noch. Sonst ist es ein fürchterliches Geschnipsel, wenn ich jetzt mitten im Kampf schneiden soll. Und Feuerball. Und du kriegst auch noch einen in den Hintern. Kommt, nein, du nicht. Den meine ich nicht. Ich meine den dicken da. Genau den meine ich. Jawohl. Und Höhepump. Der ist relativ schwach, auch wenn er Mods Bum Bum macht. Aber dieser Sprungschuss ist schwächer, als er aussieht. Dann na, gezielter Schuss und bupp, den Hammer. Gut. Und hier mache ich also jetzt den Cut, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Da ich das als Doppelfolge rausbringen werde, könnt ihr das gleich im Anschluss sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis gleich.